Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Frauen wie wir. Ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu können und wünsche Ihnen einen guten Empfang und eine gesegnete halbe Stunde. Mein Name ist Karin Vogt und ich moderiere für Sie die heutige Sendung. Unser Thema heute lautet Gottes Liebe in der Trauer erleben. Meine Gesprächspartnerin dazu ist Frau Heidi Friesen aus Sommerfeld. Hallo Heidi, herzlich willkommen hier im Studio. Danke. Wir beginnen nach der Werbepause mit unserem Gespräch. Sie sehen die Sendung Frauen wie wir, heute zum Thema Gottes Liebe in der Trauer erleben. Meine Gesprächspartnerin ist Frau Heidi Friesen aus Sommerfeld. Hallo Heidi, könntest du dich einmal kurz vorstellen? Ja, ich bin Heidi Neufeld, der Friesen. Ich bin in Fernheim geboren und aufgewachsen. Und als ich 17 Jahre alt war, dann haben meine Eltern mich für ein Jahr mitgenommen nach Sommerfeld, weil mein Vater eingeladen wurde, da Lehrer zu sein. Damals wurde da gerade eine Sekundaria aufgebaut. Und ich musste oder durfte dann mit. Und das hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen, die Kolonie, die Menschen und so weiter. So, als ich dann später dann meine Sekundaria hier beendete und noch etwas 2 Jahre gearbeitet habe, mein Studium als Lehrerin gemacht habe, dann bin ich zurückgezogen nach Sommerfeld, weil die da auch ständig Lehrer brauchten. Und dann habe ich dann da meinen Mann kennengelernt, Jimmy. Und wir haben geheiratet. Er war dann auch, ging dann auch Lehrerseminar, so dass wir 3 Jahre hier in Fernheim nochmal gewohnt haben. Und jetzt sind wir dann schon seit 12 Jahren wieder in Sommerfeld. Und wir haben 4 Kinder, hat Gott uns geschenkt. Erst 2 Jungs und dann 2 Mädchen. Wir sind beide Lehrer. So, Schule ist ein großer Teil unseres Lebens, ja. Und wir sind jetzt seit 12 Jahren dort. Genau, du hast schon erwähnt, seit 12 Jahren wohnst du jetzt in Sommerfeld. Welche sind einige Unterschiede im Vergleich zu deiner Heimatkolonie Fernheim, die dir besonders aufgefallen sind dort in Sommerfeld? Ja, so diese, wir plattdeutschen Mennoniten, wir ähneln ja uns in vielen Sachen. So, das war nicht so ein großer Kulturschock für mich, von daher. Da sind viele Ähnlichkeiten, aber ich werde auch einiges erwähnen, was mir aufgefallen ist. Da war erstmal die Gastfreundschaft. Das war mir sehr positiv, fiel mir das auf. Wir Fernheimer sind eher vielleicht etwas unnahbar manchmal. Und das war für mich so überraschend, wie herzlich und warm die Menschen waren. Und dann natürlich fiel mir auf, wie gut die Frauen kochen und backen und nähen konnten und so einen sehr geordneten Haushalt führen. Alles ist gut durchorganisiert. Das fiel mir auf. Damals, als wir hinzogen, das sind ja jetzt schon über 20 Jahre her, wo ich zum ersten Mal da war, da haben war mir das dann doch sehr stark, ist mir das stark aufgefallen, dass die Schulbildung sehr anders war als was wir das kannten. Das gab damals nur die Dorfschule, sogenannte Dorfschule, was Primaria wäre, ja. Und die Sekundaria war damals am Entstehen. Heute ist das schon anders. Heute ist das schon ähnlicher mit unseren Sekundarias hier. Und ja, was dann auch, was mir sehr krass auffiel, war der Umgang der Menschen da mit einem Sterbefall. Das war für mich sehr schlimm. Das konnte ich fast nicht nehmen oder fast nicht akzeptieren. Wie kann man so mit den Menschen umgehen? Das war damals so, wenn jemand starb, dann wurde die Leiche sehr bald dann zum Haus der Familienangehörigen, also Eltern oder Ehepartner oder wem gebracht. Und ab dem Moment etwa, wo die Leiche da war, war die Familie praktisch nie alleine für die nächsten paar Tage, zumindest bis zum Begräbnis. Da kamen von überall die Menschen und haben dann ihr Beileid ausgedrückt oder waren dann halt da, ja. Und für mich war das
ganz schlimm. Ich habe gedacht, das gibt's nicht. Man kann die Menschen nicht so überfallen und die brauchen ja Zeit, die brauchen ja Ruhe und so weiter, ja. Und die bekommen dann nachher auch noch wochenlang, oft auch monatelang viel Besuch. Und ich habe einfach damals zu meiner Schwester gesagt, das will ich nie erleben. Ich glaube, dann wohnen wir hier schon nicht mehr in Sommerfeld, wenn uns so etwas trifft. Für mich war ja damals ganz klar, also bei uns gibt es noch viele Jahre keinen Sterbefall. Und bis dahin würden wir hoffentlich woanders wohnen. Irgendwo, wo man das mehr so machte, wie ich das kannte. Ja? Und ich wusste selber nicht genau, was ich kenne. Aber für mich war das jedenfalls sehr erschreckend, dass man die Menschen so, so viel besuchte und so selten alleine ließ. Ja, und dann geschah aber doch das Unfassbare, dass ihr dann vor 5 Jahren ganz konkret in der Familie von einem Todesfall betroffen wart. Und das war dann in Sommerfeld. Kannst du uns erzählen, was so vor 5 Jahren passiert ist? Ja, wir hatten damals schon 3 Kinder. Wir hatten 2 Jungs und ein Mädchen. Die Annika war damals 1 Jahr und fast 7 Monate alt. Und an einem Montagmorgens, mein Mann war dann schon weg zur Schule mit unserem ältesten Sohn. Und ich bin dann mit den kleinsten 2 zu einer Freundin gefahren. Wir gingen da immer ein Buch durch am Montagmorgens. Und alles war scheinbar wie normal, wie sonst. Und mittendrin, während wir das Buch gelesen haben, dann kam die Kleine zu mir, die Annika, und hatte Schüttelfrost und musste sich übergeben. Und ich habe gedacht, was ist das? Und wir haben Fieber, wir haben die Temperatur gemessen, aber es schien so, das war alles normal. Aber innerhalb von ein paar Minuten, dann merkten wir schon, die bekommt wirklich Fieber, sehr hohes Fieber. Und mich hat das ziemlich erschreckt am Anfang. Und ich habe dann meinen Mann angerufen und er kam dann auch von der Schule und wir sind zum Krankenhaus gefahren. Weil das Fieber so sehr hoch war, haben die dann auch gleich alles Möglichste untersucht. Aber die sagten uns immer wieder, wir finden nichts. Die hat nichts. Aber da war das Fieber und sie musste sich auch da noch mehrmals übergeben. Und so hat man ihr dann Suero angemacht und sie erstmal da gehalten. Und dann, wir mussten dann zusehen, wo bleiben unsere Kinder, die anderen. Aber das hat alles gut geklappt mit den Tanten und Oma und Opa und so weiter. Und wir blieben da beim Krankenhaus. Und am Abend, bis zum Abend, war keine Veränderung. Das Fieber ging manchmal runter. Aber sie schien auch keine Schmerzen zu haben. Sie hat immer wieder auch etwas gespielt. Aber plötzlich am Abend bekam sie einen Anfall. Und genau in dem Moment, als das begann, kam die Ärztin ins Zimmer. Die hatte doch wohl Visite. Jedenfalls, die erkannte gleich, was los war. Und sie hat dann gleich veranlasst, eine Rückenmarkspunktion, um herauszufinden, was ist wirklich los. Und weil sie tippte auf Gehirnhautentzündung. Und sie hat uns dann auch geraten, fahrt nach Asunción, um ihr da besser helfen zu können. Und das haben wir dann auch gemacht. Um 10 Uhr abends stieg mein Mann dann in die Ambulanz mit ihr und sie fuhren los. Ich durfte nicht in der Ambulanz mit. Ich war im 8. Monat schwanger. Aber unsere Geschwister, die Schwester von meinem Mann und ihr Mann, sie nahmen mich dann mit und wir fuhren dann hinterher. Und wir haben in den Stunden, das sind ja nur wenige Stunden von Sommerfeld bis Asunción, aber ich hatte in den Stunden in keinem Moment wirklich gedacht, dass Annika etwa eine schlimme Krankheit hätte und schon gar nicht, dass sie sterben könnte. Und als wir dann in Asunción ankamen, beim Bautista-Krankenhaus, dann hat mein Mann auf uns gewartet beim Parkplatz. Und als ich ausstieg, dann hat er zu mir gesagt, wir können wieder zurückfahren. Und ich habe einen Moment gedacht, wow, Gott hat ein Wunder getan, die ist wieder gesund geworden, wir können wieder zurückfahren.
Aber schon im nächsten Moment fiel mir ein, was das noch bedeuten könnte. Hm. Und dann fragte ich, ist sie gestorben? Ja, sagt er, die ist gestorben. Das konnte ich einfach nicht glauben. Hm. Und ab dem Moment war das für mich alles, als wäre ich in einem Film, ja? Hm. Als wäre ich nur eine Schauspielerin. Und mein Mann fragte mich, möchtest du sie sehen? Sicher, das ist mein kleines Mädchen. Die hatte ich jetzt 1,5 Jahre ständig um mich gehabt. Und für mich war das so, die ist da drinnen alleine mit all den fremden Menschen. Und mein einziger Gedanke war, ich muss zu ihr. Und das dauerte mir alles viel zu lange, bis wir umgezogen waren, alles steril und so. Aber irgendwann kamen wir dann auch auf die Kinderintensivstation. Und man führte uns ganz bis zum letzten Bett. Da lag sie dann. Und ich ging gleich dahin, wollte ihr eine Decke überdecken, weil das war im Winter. Mir war kalt und ich dachte, der ist sehr kalt. Aber als ich sie anfasste, spürte ich, da ist kein Leben mehr drin. Und da musste ich das einfach wirklich, da erkannte ich, es ist wirklich wahr. Und ich konnte das kaum glauben. Ich habe mich umgedreht zu der Ärztin und gefragt, was ist hier passiert? Was hatte die? Wie kann die so plötzlich sterben? Ja? Ja. Und zu dem Zeitpunkt wusste die Ärztin auch noch nicht, was die Ursache war. Später hat man uns dann erklärt, das war wirklich Gehirnhautentzündung, obwohl sie eine Impfung hatte. Aber Gott hat seine Wege und es war wirklich wahr, sie war gestorben. Gut, wir müssen einmal eine Werbepause einschalten und dann setzen wir unser Gespräch fort. Sie sehen die Sendung Frauen wie wir. Ich bin hier im Gespräch mit Heidi Friesen aus Sommerfeld. Sie hat uns gerade erzählt, wie ihre 1,5-jährige Tochter Annika vor 5 Jahren ganz plötzlich gestorben ist und was für ein Schock das war. Du hast am Anfang auch gesagt, dass es in Sommerfeld andere Sitten und Gebräuche gibt in Bezug auf den Umgang mit einem Sterbefall in der Familie. Wie habt ihr das jetzt als Familie erlebt, nachdem Annika gestorben war? Ja, in Sommerfeld ist das Sitte, dass man niemals oder selten kranke Personen und ihre Angehörigen alleine nach Asunción fahren lässt. Mhm. Und von daher, weil das bei uns jetzt auch so war, unsere Geschwister waren ja mit mir gefahren, da waren wir sehr dankbar dafür. Wir waren deshalb dann nicht alleine in Asunción mit dieser unfassbaren Nachricht. Und wir konnten die ersten Formalitäten schon erledigen. Und unsere Geschwister waren mit uns. Die fuhren dann, wir durften beim Zurück mit ihnen mitfahren. Und so, das war für uns ein großer Segen, dass wir da nicht alleine waren. Als wir dann in Campo Nueve beim Krankenhaus wieder ankamen, das war 5 Uhr morgens, dann warteten da schon unsere Familienangehörigen, alle unsere Eltern, unsere Geschwister von der Seite meines Mannes, auch meine Schwester, die auch da lebt, und ihr Mann. Und sie haben uns dann alle in den Arm genommen und die haben uns dann auch gleich geholfen mit den ersten Dingen, die getan werden mussten, klarzukommen. Sie zeigten dann auch Verständnis, dass wir dann erstmal nach Hause fahren wollten, uns etwas ausruhen, unseren Jungs das sagen und so. Und später am Vormittag, als wir wieder kamen und auch durch den ganzen Tag hindurch, da haben wir so sehr viel Hilfe erlebt. Da kamen so viele liebe Personen, also Freunde, Verwandte, die kamen und haben gefragt, was können wir helfen? Die haben auch gleich gesagt, was man machen könnte, weil wir hatten ja keine Idee, was tut man, wenn jemand gestorben ist. Und sie haben dann die Blumenkränze besorgt, die fragten uns, welche Sprüche wir drauf haben wollten, die Fotos und den Sarg, die haben die Kleine fertig gemacht. Das machten wir alles da beim Krankenhaus. Damals hatte Sommerfeld noch keine eigene Leichenhalle, heute haben wir schon. Und aber es war so ein Kommen und Gehen von lieben Personen, die uns mit der ganzen Sache geholfen haben. Und immer wieder zwischendurch hatten wir aber auch die Möglichkeit,
zu Annika zu gehen, sie zu streicheln. Ich hatte ja die anderthalb Jahre immer gekämmt und um mich gehabt und alles. Und jetzt konnte ich sie zumindest ihr noch übers Haar streicheln und so. Und für mich war das ein sehr heilsamer Abschied. Ja? Das war irgendwie doch natürlich. Wir konnten weinen, wir konnten aber auch zusammen uns erinnern, sie war ein sehr lustiges Mädchen und da haben wir auch zusammen viel gelacht. Und es war einfach sehr, sehr heilsam, wie andere mit uns umgingen, wie sie uns respektierten. Und obwohl dann auch zweimal pro Tag, also am Nachmittag einmal und am Abend, gab es eine öffentliche Leichenschau, wo dann alle Menschen, die sich irgendwie dafür interessierten, für uns interessierten, kommen durften. Naja. Davor hatte ich ein bisschen Angst, weil ich das halt als sehr negativ vorher eingestuft hatte. Und jetzt haben wir das aber sehr positiv erlebt. Ich habe früher immer gedacht, die Menschen kommen aus Neugierde. Und jetzt haben wir das so erlebt. Die kamen wirklich, weil sie uns ihr Mitgefühl zeigen wollten. Die kamen wirklich, um uns Liebe zu zeigen. Und da habe ich das zum ersten Mal gespürt. Dieses ist Gottes Art, mit seinen Kindern umzugehen. Ja? Oft erhoffen wir uns, dass Gott uns irgendwie auf eine übernatürliche Art tröstet. Aber diese Menschen, diese Geschwister oder diese Glaubensgeschwister, sagen wir mal, die waren Gottes Arme, Gottes Hände, mit denen er uns tröstete. Und das war wirklich sehr interessant. Da kamen Menschen zu uns, einige, die kannte ich kaum, und die haben uns erzählt, wir haben Ähnliches erlebt. Und das hat gut getan. Wir haben gemerkt, wir sind gar nicht alleine hiermit. Und das hat, wir haben sehr, sehr viel Liebe erlebt und einfach dieses ganz bewusst gespürt, das ist Gottes Art, uns seinen Trost zu zeigen. Ja, wir machen wieder eine Werbepause und danach gehen wir in den letzten Block. Sie sehen die Sendung Frauen wie wir. Wir unterhalten uns über das Thema Gottes Liebe in der Trauer erleben und zwar mit Heidi Friesen. Heidi, du hast uns schon viel Wichtiges erzählt, auch wie ihr Gottes Liebe ganz besonders in so einer sehr, sehr schweren Zeit erlebt habt, besonders durch eure Mitmenschen. Und wenn du jetzt zurückschaust, so auf die letzten 5 Jahre, was würdest du sagen, was hat euch durchgetragen durch diese Zeit? Ja, am Anfang, so wie ich schon sagte, in Sommerfeld ist es Sitte, dass man viel Besuch bekommt. 3 Wochen nachdem Annika gestorben war, wurde unsere nächste Tochter geboren. Und wir haben in diesen ganzen Wochen nach dem Begräbnis und dann auch noch lange darüber hinaus viel Besuch bekommen und ganz viel Essen. Die Frauen haben uns jeden Tag mit Essen versorgt. Und das war ganz interessant für mich. Und ich habe oft gedacht, wie soll ich das nur alles zurückgeben? Bis mein Mann mir sagte, Heidi, das ist okay. Das ist Gottes Art, uns seine Liebe zu zeigen. Du brauchst das gar nicht alles später zurückgeben, ja? Und wir haben uns gefragt, kann Trauer eigentlich mit Dankbarkeit verbunden sein? Und das ist wirklich so. Wir sind so dankbar, gleich vom ersten Moment an gewesen. Dankbar, dass wir die Annika haben durften, wenn auch nur kurz. Und dann aber auch so eine große Dankbarkeit, dass Jesus als Retter gekommen ist, dass da überhaupt die Möglichkeit ist, für jemanden, der stirbt, dass er in den Himmel kommen kann. Ja, und auch für uns war die Welt damals ganz ins Wanken gekommen. Und ich hatte ein riesiges Bedürfnis nach Harmonie, nach Ruhe. Und ich merkte auf einmal, ja, im Himmel wird es diese vollkommene Harmonie geben. Und darauf fangen wir uns so an zu freuen. Ja? Und uns hat diese große Liebe, die wir von anderen bekommen haben, und dass wir das darin erkannt haben, darin zeigte uns Gott seine Liebe. Ja? Das hat uns durchgetragen. Und Gott hat gleich schon am Anfang unsere Gedanken gelenkt. Und wir haben das auch später immer wieder gemerkt, wenn wir unsere Gedanken und unsere Gefühle Gott in die Hände gaben,
dann hat er uns einen wirklich übernatürlichen Frieden gegeben. Und daher konnten wir und können bis heute sagen, Gott hat das gegeben, Gott hat sie genommen, aber unser Leben soll dazu da sein, Gottes Namen zu loben. Und das ist etwas, das uns wichtig geworden ist. Und wir hoffen, dass wir das auch wirklich so machen in unserem Leben, ja? Dass wir Gott verherrlichen, trotz all diesem, was wir erlebt haben, oder gerade durch dieses. Ja. Dass wir vielleicht auch anderen Familien, die Ähnliches erleben, besonders Trost oder ja, Hilfe sein könnt. Ganz bestimmt. Sehr, sehr vielen Dank, Heidi, für deine sehr persönlichen, wertvollen Mitteilungen, die ganz bestimmt vielen Zuschauerinnen Ermutigung und Trost schenken werden. Ja, das war unsere Sendung heute, Frauen wie wir. Sie sehen die Wiederholung am Sonntag um 18 Uhr auf RSSA und natürlich können Sie uns gerne jederzeit auf YouTube folgen. Das war Frauen wie wir heute, Glauben und Leben.